Also dabei würde ich sagen, mein Moderator 5. Da muss ich das Bildchen ganz kurz mal ausstellen. Ja, am Montag im Livestream hatten wir ja ein bisschen gebaut gehabt. Weiter, wir haben unter anderem das ME-System erweitert. Haben ein bisschen noch was automatisiert. Und den ganzen, ja, der ME-Kern, der ist jetzt hier. Den kann man noch größer machen. Entweder nach unten, nach oben. Das muss ich dann gucken, das weiß ich noch nicht. Auf alle Fälle ist der ME-Kern jetzt hier unten. Haben einiges automatisiert. Ja, die Maschinerie hier unten ist halt weggekommen. Die habe ich hier oben mit hingepackt. Das Ganze ist jetzt sozusagen, wenn ich jetzt, sage ich mal, per Hand irgendwas mache, aber ich habe ja auch Rezepte, sondern wie zum Beispiel Stone, Glas, ja, und so Kleinigkeiten. Da ist schon nichts mehr drin, hier auch nichts mehr, okay. Ja, hier haben wir dann unseren Crafting-Turm. Da haben wir für die Module alles. Und hier hinten in der Ecke habe ich die Kerne hingestellt. So, ich möchte heute mit euch ein bisschen Blood-Magic machen. Und ich würde sagen, wir fangen damit auch gleich mal an. Wir wollen uns als allererstes, als allererstes brauchen wir uns das Buch. Das haben wir. Und wenn wir einmal am Video craften sind, machen wir den Rest auch gleich mit. Okay. Okay. Moment, das kriegen wir hin. Dann brechen wir wahrscheinlich noch ein Setzling. Das ist eigentlich egal, welches Setzling ich benötige. Ja. Dann schnappe ich mir aus dem Schein irgendwo ein. Da haben wir einen. Und dann brauchen wir das Botania-Buch auch gleich mit. So. Und hierfür, dass ich jetzt alle Bücher gemacht habe, ist eigentlich ganz einfach. Wir haben dann hier langsam alles frei. Was haben wir denn hier? Ja, Tomcraft. Tomcraft. Da muss ich mir erst reinfuchsen. Tomcraft habe ich seit der 1.8 nicht mehr gemacht. Das werde ich, glaube ich, im Livestream machen und benötige da eure Hilfe. Aber wenn es soweit ist. Ja, also. Nicht überhetzen jetzt hier. So, dann holen wir die Kisten gleich ab und gucken mal, was drin ist. Rainbow Smoke, okay. Ein Donut, sehr schön. Ich habe auch noch was zu essen. Grund ist eigentlich, warum ich Blood Magic mache. Ich hatte kurz nach dem Livestream, ich hatte es leider im Livestream mal wieder vergessen, wie so auch in den Aufnahmen, die Kisten abzuholen und habe Demonic Will bekommen. Einzige, was mich an Demonic Will stört, ist, dass hier kein Bild drauf ist, also mir zumindest nicht angezeigt wird. Ich weiß nicht, ob das in dem Modpack hier ausgestellt ist oder da ist halt einfach nichts drauf. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Das müssen wir jetzt mal testen. Das müssen wir einfach mal testen. So. Die Bücher würde ich mir ja ganz gerne, gerade das Astral. Blood Magic ist gut, brauche ich eigentlich nicht. Ne, brauche ich eigentlich auch nicht. Weil wir fangen gleich an und hasseln hier mal gleich volles Rohr rein. In Blood Magic. Ich finde, da haben wir's. Oh, okay, wir fangen sogar mit der Snare an. Achso, ja klar. Ich muss immer überlegen, wie man angefangen hat. Das war immer so eine kleine Sache. Aber die Snare ist kein Thema, die kriegen wir hin. Dann kriegen wir eigentlich auch gleich die Hellfire Fortune. Die kriegen wir auch hin. Dann brauchen wir uns die nämlich auch gleich. So, also, die Snare. Und Hellfire Forge. Hellfire Forge? Okay, Hellfire Forge kriegen wir nicht hin. Stone. Jetzt kommen wir an den Punkt. Aha.
Stone. Aber ich sag, hier komm Jungs, dürfte mir doch mal 100 Stück. Sehr schön. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Und mit ein bisschen Glück sind sie auch schon noch nicht fertig. Naja, gut, passt. Oh, jetzt. So. Da haben wir die Helferbranche auch. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das hier baue. Überlegen, ob ich Settings baue. Das wird ein bisschen rustikal aus, sag ich mal. Das glaube ich ganz gut. Mal hier ein Astral-Tempel daneben bauen und hier bauen wir die Pinsel. Bad Magic. Ja. Ich werde jetzt mal schnell eine Plattform hinziehen. Das heißt schnell. Aber das heißt eigentlich schnell geht's, ja. Black Concrete. Nicht Black Concrete, ich nehme einfach Black Concrete. Ja, machen wir. Ich wollte noch eine Kiste. Gut. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich die Plattform so ein bisschen habe. So, unsere Plattform steht. Die ist erstmal nicht groß. Wie gesagt, ich will jetzt auch noch nichts groß drum rumbauen, weil ich werde das Ganze mit Sicherheit eh nochmal alles umbauen und so. Deswegen fangen wir erstmal klein an. Wir stellen unser Helfer auf Watch hin. Wir gucken gleich mal in unser Questbuch ein, wie es hier weitergehen soll. So, wir können das eigentlich auch gleich aufholen. Das werde ich jetzt, ich probiere es mir anzugewöhnen, es gleich abzurufen. Es wird schwer, ich weiß. Aber was will ich machen? Gut. Blutaltar machen wir auch. Noch gleich einen Blutaltar oder gehen wir erstmal und sagen wir machen den. Ne, wir wollen das gleiche Blutaltar. Dann können wir nämlich da auch schon mal loslegen. Aber vorher öffnen wir unsere Kisten. Ja. Ja. Also nehmen wir rein. Einmal so. Ich werde oben eine Kiste hinstellen. Ja, ich werde das ein bisschen sortieren. Chest. 1, 2. Was würde ich jetzt? Wir bauen den Blutaltar auf. Ja, ja, hab eben gesagt, ja. Hat er gesagt. Also machen wir das auch. Blutaltar haben wir. Sehr schön. Hier geht es nämlich jetzt Schlag auf Schlag. Blood Magic ist ein richtig schöner Mod. Ich habe mich damit eigentlich mal richtig intensiv wenn wir mal mit dem Kumpel Zeftec gespielt haben, haben wir damit gnadenlos Schissen gemacht. Also Blood Magic in Kombination mit King of Kunstmarkt und in Kombination noch dazu mit Astro Sorcery. Und man kann sich hier unsterblich machen. Das ist absolut Wahnsinn. Das ist natürlich auch absolut nice. Ne? Also da geht nichts drüber. Wir bauen uns den Sacrifice Stacker, ja. Und wir bauen uns Stacker of Sacrifice. Ich habe mich jetzt gerade überlegen, mache ich das oder mache ich das nicht? Weil ich gehe ja eigentlich an sich nicht zu. Weil der Stacker of Sacrifice. Macht ja eigentlich nur Sinn in der Kombi mit den, ich muss gucken, wie sie sind, mit den, mit diesen Anzügen, wie hießen sie?
Was eigentlich am einfachsten war. Ich komme wieder echt nicht drauf, wie sie hießen. Oh nein, das waren sie nicht. Das ist die Rüstung, hier sind sie doch. Auf Amos Bloodletters weg. Achso, dafür braucht man schon Runen. Blinkslate, okay. Blinkslate. Okay, das war die normale. Doch, das kriegt man eigentlich hin. Irgendwie wurde die gebaut, auch mit noch Blinkslate. Was ist der Unterschied jetzt? Achso. Okay. Ach doch. Eine mit Blind und die andere mit Eisen. Gut, die bekommen wir hin. Ich würde sagen, wir wollen uns erstmal den Decker, dass wir uns selber ritzen können. Hört sich immer so schlimm an. Selber ritzen. Naja, meine Güte. Was will man machen? So, Damon. Und was wir vielleicht noch dazu kaufen? Ach, kaufen. Jetzt fange ich schon an mit kaufen. Blatt. Ich weiß auch nicht, ob wir ihn hinbekommen, aber wir werden uns gleich den Dings dann eben stellen. Wenn ich ihn finde. Also. Kriege ich natürlich noch nicht hin. Weil wir den Orb noch nicht haben. Diamant 3000, ja. Konnte mit irgendeinem Tool da reingucken. Wie viel Blut in unserem Altar ist. Bin ich raus. Das kriegt man hin. Irgendwie kriege ich das raus. Einer weiß ich hierfür. Und hab der Zellen fliegen, das ist Wahnsinn. So, wir nehmen uns das. Da doch mal mit. Deckerhammer und dann gehen wir uns mal ritzen in der Runde. Aber hier nur im Spiel, ne? Also, wenn du nur Bescheid bist. Nee, das wollte ich nicht. So, aber jetzt geht's nicht los. Wir brauchen Essen. So, und dadurch ist das Ritzen ja am Anfang echt so. Ich will nicht sagen, nervig ist, aber langwierig ist. Ist dafür auch noch eine kleine Abhilfe. Und zwar, einmal geht noch. Wenn wir jetzt zum Beispiel mit Astral anfangen und relativ schnell, wie hieß er, ich weiß es nicht, aber ich schreibe es euch ins Video mit rein, wie es hieß, können wir hier sozusagen hier, wo denn nicht, aber einen Heal-Effekt, sage ich mal, hierher bringen und werden dauerhaft geheilt. Und das ist dann doch schon absolut OP. Aber gut, ich werde jetzt erstmal den Deal hier voll machen. Also beziehungsweise ich mache erstmal die Maschine hier voll. Da wäre es bald passiert. Einfach rechtsklick drauf geblieben. Wahnsinn. Achso, was ist denn jetzt hier? So, machen wir mal ein bisschen weiter. So, nebenbei. Ja, haben wir dann. Da ist unser Orb. So, und neben unserem Orb, also beziehungsweise neben unserem Blutaltar, stellen wir jetzt das schöne Gerät hier. Wo ist es denn? Wer hat es geklaut? Wer hat es gemobst? Da ist es. Okay, Holzkohle braucht ihr für dort? Nicht euer Ernst. Brauche ich echt einen Charcoal, ja. So, richtig einen Charcoal. Das ist auch nicht euer Ernst jetzt. Kann ich das nicht irgendwie anders machen? Aber nicht. Gut, dann schon. Wir hätten es wieder weggemacht. Das ist schlimm hier. Da. Unseren Orb werde ich wo, glaube ich. Lass ich hier drinnen liegen oder nehme ich mit raus? Ne, ich nehme mit raus. Dafür haben wir unsere Kiste da oben. So. Den Inzenzalt. Inzenzaltar, irgendwie so, ja, keine Ahnung. Kann das nicht aussprechen, sorry. Wenn wir den jetzt hier daneben stellen, der ist hier mal voll. Und nein, ich mache den Vorführeffekt nicht ganz. Ja. Oh. Ah, genau, das ging dann ins. Ja. Genau. Wenn wir den Inzenzaltar nämlich hier daneben stellen und in der Nähe sind, dann lädt sie unser Sacrifice. Ich sage einfach Sacrifice. Decker lädt sich nämlich auf. Und wenn die aufgeladen ist, wie jetzt, ich mache hier mal voll. Also
mir so halb voll. Ja, jetzt bin ich voll. Wenn ich jetzt rechts klicke, dann sind wir runter bis auf, glaube ich, ein, zwei Leben. Mit einmal. Und das ganze Blut ist mit einmal hier dran. Also das ist ganz nice, wenn ihr größere Sachen machen wollt, das so zu benutzen. So, aber ich möchte ja jetzt, wir werden erst Storm brauchen mit Sicherheit, ne? Oder wie geht es hier in der Questreihe rein? Wir müssen ja so ein bisschen nach der Questreihe richten. Gut, das kommt schon hier hinten, naja, jetzt sind wir halt mal doch ein bisschen vorgegriffen, okay. Oh, das ist schon ganz nice, wenn man den am Anfang hat. Ja, dann sagt er echt, wie sollen wir jetzt machen und so, ja. Machen wir das auch, oder? Wenn er das so möchte, dann machen wir das auch. So, ich habe jetzt, glaube ich, genug Runen gemacht, um das Ganze hier abzutraden auf Tier 2. Wo ihr, wie gesagt, aufpassen müsst, ist, wenn ihr euren Bäcker genommen habt, habt ihr hier einen Buff. Der geht, glaube ich, 20 Sekunden. Wenn ihr jetzt nochmal macht, sterbt ihr definitiv. Deswegen da aufpassen, dass ihr da nicht aus Versehen mal doppelklickt oder so. Und wenn ihr doppelklickt, ja, dann sieht man sich halt beim Grabstein wieder. So, das reicht mir erstmal. Wir machen jetzt die Runen. Ich möchte, dass wir laut Questbuch, dass wir eine Plank-Rune machen und eine Speed-Rune. Speed-Runen am Anfang bringen euch aus meiner Sicht noch nichts, aber wir können es testen. Ich bin der Meinung, es bringt nichts. Also wir bauen jetzt auf alle Fälle erstmal 8 Plank-Runen. Ich schmeiß die mal nicht da rein. Ich teile die, dass ich die wieder rausbekomme. Oder ich schmeiß uns ins System. Eigentlich brauchen wir es in einem System, ne? 8. So. Jetzt bauen wir mal noch eine Speed-Rune. Sofern ich Zucker habe. Nein, habe ich nicht. Was war da hier? Bankslate, Bankslate. Ah, jetzt macht das. Und hier 8 gebaut. Und hier auch die 8. Also, ich glaube, wo man sie doch aus. Den kann man dann später drinnen lassen. Aber jetzt gucken wir das mal raus. Jetzt habe ich natürlich hier noch Blut drin, ne? Gucken wir, wie viel ich hier noch rauskriege. Ich muss mal so 2-3 Runen. 1, ja, 2 Runen werden es. Hole ich mir mal noch aus. So, Altar 2, also Tier 2, ist eigentlich absolut take it easy. Ihr braucht nur den Sodboden. Der kommt in die Mitte. So, und dann. Also Mitte kann, ist rein theoretisch, kann frei bleiben, ne? Ich muss jetzt noch halt hinsetzen, damit ich den Altar wieder hingestellt kriege. Und wir haben ein Blutaltar. Ich sehe immer noch nicht, welcher das ist. Ich habe es gefunden, das Divination-Siegel war das. Gut, dann machen wir uns erst einen Zauber. Wir brauchen noch mal Holzkohle. Jetzt muss ich hier schon Holzkohle machen, das ist absoluter Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn ist das. Ja, die müssen wir auch nicht rausholen. Ja. So, was braucht man noch? Wir brauchen noch Arcane Asch. Redstone Gun Border. Also, ein Redstone. Antwort, weiß ich gar nicht, ob wir das haben. Ja. Aber, Moment. So, das kann hier oben hin und dann brauchen wir noch Bone Meal. Bone Meal haben wir auch. Dann gucken wir doch jetzt mal, ob wir das hier kriegen. So, wir legen das hier rein. Das legen wir hier rein. Dann schauen wir zu unserem Gerät, ja. Bin mal gespannt, wie viel hier drauf ist. Nix. Nix ist da drauf. Auch null Bilder. Warum gehen die Teile nicht? Achso, weiße Zoom-Erinnerung. Wow. Ne, hier steht Sonne. Bildqualität 0. Okay, die haben 0. Das haben die alle 0 oder wie?
generell. Sehr schön. Also kriegt man welche, aber sie sind im Endeffekt nichts wert. So, und jetzt müssen wir ein Ritual machen. Brauchen wir nochmal einen Redstone. Ein Redstone bitte. Einmal zurück. Ein Redstone. So, das und dann das. So. Aber ich möchte hiervon nur eins. So, wir wollen uns nur das unten in die Leiste, was wir benötigen. So, ihr macht jetzt mit der Asche einfach ein Rechtsklick, dann den Redstone und dann die Blank Slate. Und dann geht's los. Sieht das nicht schön aus? Ehrlich. Das gefällt mir so am Blood Magic hier. Und da ploppt es auch schon raus. Sehr schön. Genau. So, und mit der können wir nämlich jetzt gucken. Da kriegen wir nämlich jetzt auch schon ganz andere Informationen daher. Mal sehen, wo wir jetzt, wenn wir hier rechts klicken, wie viel. Ach ne, da oben steht es auch. Ich muss nur gucken, da oben links in der Ecke steht es. 0 von 10.000. So. So sehen wir, wenn wir hier rechts klicken, sehen wir, was in unserem Netzwerk, sag ich mal, drin ist. Aber was ich ja eigentlich testen wollte, ist, ob das jetzt hier funktioniert. Wenn wir den jetzt hier rausnehmen, den da wieder einsetzen, das ist nämlich nur noch Tier 1. Nee, Tier 2, okay. Okay. Nice. Okay, das ist mir neu. Meiner Meinung nach ging das nicht. Dann würde ich sagen, wir bauen uns nochmal. Weil so schnell kann ich gar nicht das Blut reinholen, ne? Merken wir den einen schon eigentlich. Jetzt müssen wir mal gucken hier. Was brauchen wir? Da haben wir das. Okay. Was kriege ich mit Eimer? Warte mal, machen wir mal ganz voll. So. Mit einmal bekommen wir. Achso, das tickert jetzt runter, weil der hat einen Puffer drin. Weil ich ihn da hingestellt habe. Also braucht euch nicht wundern, er tickert jetzt runter, das ist nicht verloren. Er hat temporär einen Puffer, wo, weil es gerade gar nicht, ich glaube, 1 oder 2000 reingehen. Also ist, wenn ihr was macht und er sozusagen leer ist und ihr es nicht gleich seht, nimmt er erstmal aus dem Puffer raus. Also es ist kein Bug oder sowas. Ihr verliert auch kein Blut. Das geht jetzt einfach temporär in den Puffer rein. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie viel es waren. Ich glaube 1000. Glaube ich. Nicht ganz. Ja doch, können 1000 sein. So, 1160 haben wir. Und bekommen haben wir 2160. Also ist der Puffer 1000. Und wir haben jetzt wieder 3320. Sehr schön. So. Was ich definitiv noch machen werde. Ich werde mir erstmal gucken, heute erstmal gucken, ob sich das eigentlich lohnt, jetzt hier schon Speeds reinzumachen. Eigentlich lohnt es sich, ja, dauert noch ganz schön lange. Aber wir können ja auch gar nicht so schnell das Blut nachholen. Das wäre die Kehrtwende wieder. Deswegen weiß ich gerade nicht, ob sich lohnt, hier so viel reinzumachen. Ich glaube eigentlich gerade nicht. Jetzt muss ich aufpassen. Hier ist es schon. Stimmt. Wir haben ja schon aufgelevelt auf Tier 2. Okay. Da muss ich jetzt natürlich aufpassen. Weil ich auf keinen Fall Speedrun reinmache. Auf keinen Fall. Blattschatz und Blade, ja. Ja, doch. Und ja, Wooden Pass werden dann auch interessant.
weil wir können den Incense-Altar upgraden und bekommen, wir bekommen durch den Incense-Altar bekommen wir einen Bonus, wenn wir uns darüber ritzen, auf dieses Ritzen, ich weiß auch nicht, wie ich es anders sagen will, bekommen wir einen Bonus auf das gewonnene Blut, sag ich mal. Deswegen, das ist ganz nice. Das werde ich aber erst richtig anfangen, wenn ich weiß, wo genau der Blutaltar stehen soll. Weil den werde ich dann drüber bauen und das soll ja dann ein bisschen hübsch aussehen und so. Deswegen, da werden wir dann gucken. Es ist nicht viel, aber das ist halt ein Bonus, ne? Aber das schauen wir dann mal. Wenn ihr Anregungen habt, schreibt es in die Kommentare. Ideen für Baukonstruktion oder sonstiges, wenn ihr Bilder habt, was ich vielleicht so einen Stil nachbauen soll. Was heißt nachbauen? Ja, nach welchem Stil ich bauen soll. Haut's rein in die Kommentare. Und ansonsten, wenn euch der Part hier gefallen hat, lasst ein Like da. Und ich sag erstmal, ich bin raus und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao. Haut rein.